Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Bauarbeiter buggt. Ich glaube, der Bauarbeiter ist hier ein bisschen buggy, denn ihr wisst, dass ich mit dem Avatar eigentlich, also mit meinem Rathaus 14, eigentlich komplett fertig war. Denn wenn ich da oben raufgeklickt habe auf den Bauarbeiter, dann stand da immer, du kannst updaten deine Mauern und du kannst updaten dein Rathaus. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Da müsste ich jetzt meine Live-Zuschauer befragen. Wir waren am Wochenende wieder reichlich live, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir live gestreamt, mindestens 2-3 Stunden. Abends haben wir auch ein bisschen was anderes gespielt. Also wenn ihr auch mal ein bisschen was anderes mit mir spielen wollt, wie zum Beispiel dieses komische Spiel da, Stumble Guys heißt es, dann kommt einfach mal in die Livestreams rein, twitch.tv/totoclash, und da machen wir das jetzt mal ab und zu, so ein bisschen, um die Sache ein bisschen aufzulockern und nicht immer nur bis zum bitteren Ende Clash of Clans auszureizen. Aber hier tut sich ja im Moment sowieso relativ wenig, außer dass wir natürlich im Moment Clanspieler haben. Ich hoffe, ihr seid schon fertig oder ihr seid so enttäuscht wie einige meiner Zuschauer, die da gemeint haben, die Rewards werden immer schlechter. Kann ich schlecht beurteilen, muss ich sagen, weil zumindest hier mit dem Avatar und mit dem anderen Account, mit meinem Max-Account, brauche ich hier natürlich tatsächlich nichts, außer ab und zu mal eine Schippe. Die verbrauche ich, also hier diese meine ich. Also das Ding hier, Shovel of Tackles. Und den Rest gibt es dann halt in Gems, wenn man halt nichts mehr ausgeben kann, beziehungsweise nichts oder die magischen Gegenstände alle voll hat. Ist dann halt so, Leute, müsst ihr mit auskommen. Ich meine, ein Book of Building ist jetzt nicht so schlecht. Ich rechne das immer so ein bisschen ich rechne das immer gerne in Gems aus. Was kostet das Ding beim Händler? Und da kostet das immer noch, wenn es denn hier gibt, 925 Gems, Leute. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind dann umgerechnet in Euro. Ja, ich bin immer altbacken. Ich rechne immer gerne in D-Mark um. Aber in Euro sind das 900, sagen wir mal 500, mindestens 7 Euro oder so. Also ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Und wer es natürlich gebrauchen kann, umso besser. Aber als ich hier gestern Abend draufgeklickt habe, Leute, da oben auf dem Bauarbeiter, da kam plötzlich eine Meldung: Toto, du musst noch eine Riesenbombe machen. Ja, ich hau alles in die Mauern rein, weißt du. Alles, was ich an Gold und Elex habe, immer nur Mauern, 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 weil da oben stand nichts anderes als: mach mal Mauern und mach mal dein Town Hall. Ich bin mir ganz, ganz sicher, Leute. Schreibt mir das in die Kommentare, dass es so war und dass ich nicht einen an der Waffel habe oder sowas. Es ist nicht so. Ich meine, ja, habe ich, aber nicht in dem Fall. Plötzlich tauchte das auf und dann habe ich gedacht, da gehst du mal hier in den Baumodus rein. Mal gucken, wo der Bauarbeiter noch meint, du hättest nicht alles Max Thorsten. Und dann kommt das so nach und nach, ne? Also einmal Remove All und dann hier unten geguckt. Ich habe jetzt auch nicht so eine Showbase, wo man sagen kann, ich weiß genau, was ich noch abmachen muss, weil alles so schön gebaut ist, so nebeneinander, übereinander und so weiter. Und aber letztendlich ist mir dann aufgefallen, dass mir immer noch was fehlt. Ja, habe ich auch einen Schock bekommen. Da, ich habe noch eine Bombe Level 9. Oh Gott, ich habe noch eine Bombe Level 9. Und ich habe noch eine rote Luftmine Level 8. Eieiei, hier ist ja noch so viel offen bei mir. Und der Bauarbeiter zeigt es nicht an. Okay, die beiden Sachen kann ich euch sagen, da kann ich euch beruhigen. Die zeigt er mir natürlich noch nicht oder noch nicht an, dass sie fertig sind, weil die sind auch in Wirklichkeit noch nicht fertig. Also die Luftmine ist noch nicht fertig und die Bombe auch noch nicht. Aber dass plötzlich hier die Riesenbombe auftaucht, das ist eigentlich ein Unding, finde ich. Das ist eigentlich ein Unding. Okay, machen wir ein bisschen Clanspiele, würde ich sagen. Und gehen wir mal rein hier. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Sehr ärgerlich. Ich habe wirklich gedacht, der ist buggy. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gestern noch im Livestream gemacht habe oder ob mir das danach auffiel. Ich glaube, das fiel mir erst danach auf, weil es fiel mir natürlich irgendwie wie Schuppen von den Augen, dass ich plötzlich noch was zu bauen habe. Ich habe gedacht, hier, Max, ja, Toto ist auch Max mit dem Rathaus 14. Nö, bin ich gar nicht. Auch nicht schlecht. Hurra. Okay, dann suchen wir uns mal ein bisschen was aus. Eigentlich wollte ich hier auch die Woche habe ich wieder verpasst hier mit dem Avatar ein bisschen in den in die Mauern reinzuspielen mit den Sneaky Goblins, auch kaum was damit gemacht, beziehungsweise kaum den einen Gamboost hier ausgenutzt. Ich glaube, einmal habe ich es gemacht. Beim Thorsten habe ich es dann schon öfter mal gemacht, weil ich abends immer meine Legendenangriffe gemacht habe und dann habe ich immer ein bisschen gepusht. Keine Frage.
Das ist jetzt aber auch vorbei, denn die Saison ist over. Und komme ich aber später zu, wie es da eigentlich ausging. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal einen geeigneten Gegner für mich finden, ohne großartig Pokale zu machen. Und ich brauche ihn auch nicht ganz abräumen. Ich glaube, ich habe ein Clanspiel, was einen Tag läuft. Die richtig dicken Dinger kommen ja wahrscheinlich erst wieder am Ende der Clanspiele. Weißt du, so diese Tausender-Spiele, die du dann nicht mehr brauchst, weil du dann schon 4000 hast. Na? Oder knapp 4000. Okay, die habe ich jetzt nicht, aber dennoch ist das ja meistens so, wenn Murphy zuschlägt. Dunkles können wir immer gebrauchen für die dunklen Truppen, allerdings läuft das da auch voll. Auch da, wie gesagt, Leute, wenn euch die Lager verlaufen, haut alles in die Schmiede rein. Wenn ihr natürlich die Clanstadt auch schon maxed habt, könnt ihr nichts mehr in die Schmiede reinspenden, dann laufen eure Lager und so weiter ja auch voll, aber das Spiel geht ja trotzdem weiter. Ihr müsst dann nicht aufhören zu spielen. Das ist dann nicht vonnöten. Da macht er halt nur Clankrieg, Liga, Clanspiele, so wie es halt geht für Gems. Und dann gehen wir hier mal rein. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit hier. Ich muss mal gerade gucken, was ich eigentlich am Start habe. Blimp könnte ich vorher oder nachher spielen. Ich spiele eigentlich diese Kombi hier, dass ich die Blimp hier mit reinspiele. Das heißt also, ich spiele die Blimp hier und wie immer laut. Das heißt, ich spiele die Blimp mit in die Drachen rein. Die fliegt dann manchmal ein bisschen zu weit. Aber mal gucken, wie weit sie hier fliegt. Den Worten eben umstellen. Auch das habe ich jetzt immer schön nie vergessen. Das fand ich immer sehr, sehr gut von mir, dass ich das nicht vergesse. Der King haut da schon mal eine kleine Flanke rein. Okay, da kriegen wir jetzt nicht so viel. Aber ich würde sagen, ich zünde die Queen mal. Wir nehmen hier mal die ganzen Drachen. Nehmen hier die ganzen Ballons. 1, 2, 3, 4. Da mit rein. Ihn hier mit rein. Und den Roll-Champion vielleicht noch nicht. Aber unsere Blimp nehmen wir hier mit. Roll-Champion von dort. Da seht ihr, was ich meine. Dass die manchmal ein bisschen zu heftig da sind. Ja, da waren vor allen Dingen jetzt auch noch die Drachen hier mit in der Unsichtbarkeit. Okay, das ist dann leider manchmal so, weil ich jetzt auch wirklich nicht mehr sehe, ob da überhaupt noch Bogenschützinnen sind. Habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen, Leute. Aber okay, haben wir ein bisschen Loot gemacht. Und dann können wir hier, glaube ich, noch einsetzen. Da noch einsetzen. Und den hier kriegen wir nicht mehr unter, würde ich sagen. Da. Okay, kriegen wir doch noch unter. Auch nicht schlecht. Aber so kann man es machen. Man kann die Blimp natürlich auch vorher spielen. Habe ich, glaube ich, in dieser Kombination mit dem 14er noch nicht gemacht. Mit dem 15er, meine ich, hätte ich das schon gemacht. Aber mit dem 14er halt nicht. Vollen Bonus bekomme ich bei 70%. Die haben wir jetzt gleich erreicht. Die machten das auch relativ schnell. Ich habe die Tage ja jemanden auf einen kleineren Account gespielt. Da dauert es dann schon ein bisschen länger, bis man die Minen und Sammler hier geschafft hat. Also baut die auf jeden Fall immer aus. Ich kann euch nur den roten Tipp geben. Natürlich nicht nur, weil sie besser und mehr sammeln können, sondern weil sie auch mehr Trefferpunkte haben. Nur mal so als Hintergrundgedanken. Und dann haben wir schon ein bisschen was reingeballert hier. Sehr schön. Ich baue die auch immer noch wieder schön nach. Und machen wir ruhig das nächste Clanspiel. Nee, wir machen nicht das nächste Clanspiel, sondern wir machen den nächsten Angriff. Ich habe eine Bowler-Armee am Start und nehme auch hier Bowler mit. Allerdings lasse ich mir die ganz normal spenden, damit die Leute auch wieder spenden können, denn es ist ja normale Saison. Das heißt also, es ist normaler Saison anfangen und dann können die Leute erstmal ein bisschen spenden. Wie habe ich das gestern eigentlich gemacht? Ich glaube Magier und noch einen Ballon. So habe ich mir die angefordert und dann mache ich einen kurzen Cut, bis die Truppen wieder da sind und mache mit euch auf jeden Fall alle guten Dinge sind zwei, noch einen zweiten Angriff. Ich glaube, so viel kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Also ich weiß, es ist ein Rathaus 15, aber ich kann auch jetzt die 15er... Ich kann jetzt auch die 15er nicht immer alle hier ignorieren als 14er. Muss ich mal so sagen. Okay, was machen wir? Wir machen einen Warden War, glaube ich.
Über Ecke, über da, über da, über hier. Über da. Ein, zwei. Müsste eigentlich noch funktionieren. Ich habe ganz, ganz wenig Funneltruppen hier. Ihr seht das. Relativ wenig zu funneln. Und ich gucke mal, ob wir hier vorne auf Ecke schon mal reingehen könnten. Ja, das geht. Okay. Sehr schön. Wer da auch immer reingeht. Mal gucken, ob wir den Adler da bekommen. Oily ist jetzt gleich weg. Aber Oily hat schon ganz gut mitgeholfen. Okay, der geht nach da. Na, mal gucken. Wir schauen mal. Ja, ich kann ihn jetzt nicht immer ganz ignorieren, obwohl der Monolith stört mich immer so ein bisschen. Der Monolith stört mich immer so ein bisschen. Ich habe einen Wallwrecker dabei, also ein... jetzt wird schon ein bisschen eng. Der muss sich ein bisschen ranhalten. Wir nehmen den mal im Wut hier. Und mal gucken, wo er dann hinspringt. Der geht weiter nach da. Noch weiter nach da. Okay. Ja, dann gehen wir hier rein. Ist nicht so schlimm, Leute. Wolfrecker hier mit rein. King mit rein. Queen nehmen wir da. 1, 2, 3, 4, 5. Ihn hier auch mit drin. Und hier springen wir einmal. Ja, jetzt habe ich da natürlich den Otto hier nicht auf meiner Seite. Okay. Na, Worden, dann machst du halt alleine weiter. Dann machst du halt alleine weiter. Ist mir auch egal. Mann, ey. Und ich muss den Monolithen hier schaffen. Da gibt es ja so eine Tat. Mal gucken, ob wir den packen. Nicht wirklich, okay. Wo ist denn eigentlich Madame? Madame kämpft da mit Mauern, okay. Aber immerhin einen Stern gepackt. Kriegen wir den Monolithen jetzt noch? Der ist ja schon angehetet, jo. Den kriegen wir noch. Der Warden ist auch weg. Ja, mal wieder den Warden nicht auf unsere Seite gezogen. Aber ich glaube, wir haben das Clanspiel gepackt. Das waren immerhin fast 1 Million an Elex. Und damit müssen wir es eigentlich gepackt haben. Ne, jo, haben wir geschafft. Perfekt. Sehr schön. Also Gold brauchten wir sowieso. Wir brauchen ja kein Elex. Ich glaube, mit Thorsten brauche ich jetzt Elex. Mit dem habe ich auch ein Clanspiel angenommen. Also immer, wenn ihr irgendwas macht, ich vergesse das auch immer gerne, nehmt ein Clanspiel mit. Ich nehme jetzt auch dieses wieder mit hier, weil ich kann gleich auch mit der Luft... Na, nicht wirklich. Ich mache doch lieber was anderes. Also, wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Bauarbeiter manchmal buggy ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, dass ich plötzlich noch was bauen muss, es immer noch nicht bauen kann, weil ich noch nicht genug Gold habe. Und plötzlich rutschte das dann nach. Ich war wirklich der Meinung, ich musste nur noch Mauern machen und das Rathaus, sonst hätte ich sicherlich erst was anderes gemacht, außer Mauern und Rathaus. Aber hätte Fahrradschlauch, ist halt so gewesen. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Wochenstart. Und die Woche wird für euch, mal sehen, wettermäßig wird es dann nicht so schick, aber alles andere wird sicherlich ganz gut werden. Wir sehen uns auf jeden Fall in den Livestream Montag, Mittwochs, Freitags geplant. Wenn dem nicht so ist, müsst ihr auf mein Discord. Dort kündige ich an, wenn es mal ein bisschen später wird oder wenn es halt mal nichts wird. Aber letzte Woche haben wir das nachgeholt. Ich hoffe, das müssen wir diese Woche nicht machen, sondern bleiben so ein bisschen am Ball dabei. Vor allen Dingen mit den Klönspielen, die laufen ja noch ein paar Tage. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren da unten nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.